Sie ist heute besonders gefragt. Laura Palko ist die diesjährige Zwiebelmarktkönigin von Weimar. Termine wie auf dem Weimarer Zwiebelmarkt werden für sie in nächster Zeit öfter anstehen. Als Zwiebelmarktkönigin vertrete ich nicht nur als Symbolfigur den Weimarer Zwiebelmarkt für 3 Tage, sondern auch das ganze Jahr über bis Oktober 2024 noch die Stadt Weimar als Repräsentantin. Schon zum 370. Mal wird der Weimarer Zwiebelmarkt gefeiert und ist mittlerweile Thüringens größtes Volksfest. Die rund 400 Stände und ein ganzes Wochenende Programm auf 9 Bühnen locken jährlich rund 200.000 Besucher an. Und das nicht nur aus der Region. Ich komme aus Sachsen-Anhalt und bin jetzt aufgrund von Liebe und Beruf hergezogen. Ja, also ich fühle mich einfach wohl. Seit meiner Geburt bin ich jedes Jahr auf dem Zwiebelmarkt. Was macht für Sie den Zwiebelmarkt aus? Dass man mal wieder Leute trifft, die man sonst nicht trifft und das Gemeinsame, dass man hier ist. Die Vielfältigkeit, dann die Menschen und einfach diese ganzen Sachen, die aus Zwiebeln hergestellt werden. Das ist was immer wieder Schönes und dann riecht es so schön nach Herbst. Begehrt sind auch in diesem Jahr wieder Zwiebelzöpfe. An diesem Stand bewegen sich die Preise zwischen 7 und 35 Euro. Neben den Zwiebelzöpfen gehört auch das Anschneiden des Zwiebelkuchens zur Tradition. Damit eröffneten auch in diesem Jahr Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine und die Zwiebelmarktkönigin wieder den Weimarer Zwiebelmarkt.